Es nudelt, meine Lieben. Schöne Spaghetti, al dente gekocht, ja, wir kennen das, richtig schön viel Wasser, ordentlich Salz drin, dass die Pasta auch richtig gut wird. Und ich wäre so eine Salsiccia oder eine Bratwurst, also Salsiccia ist ja eine italienische Bratwurst, ich habe aber keine Salsiccia bekommen, sondern so eine normale, rohe Bratwurst. Und aus dieser normalen, rohen Bratwurst machen wir eine schöne Pasta. Okay, und zu dieser Pasta kommt ein Schlückchen gutes Olivenöl, dann ein bisschen Bacon, okay, also Bauchspeck. Und jetzt müsst ihr schauen, also die Bratwurst, ja, die Enden ein bisschen abschneiden und einfach hier, das schaut ein bisschen lustig aus, ja, einfach die Dinger hier rauspulen. Ja. Ja, muss ja Gott sei Dank nur eine Portion machen. Bei 500 Portionen wird es ein bisschen eingehauen. So, ja. Schauen wir mal nochmal. Zack. So. Jetzt schön anwurzeln lassen. So, dass die Wurst ein bisschen Farbe kriegt, ja, ist ja Bacon, auch so ein bisschen seinen Geschmack abgibt. Und wenn ihr Lust habt, gebt einfach ein bisschen Knoblauch dazu. Ich weiß nicht, ich habe so Frühlingsgefühle, ja, so Knoblauch-Frühlingsgefühle. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich könnte im Moment Knoblauch in rauen Mengen verdrücken, dann auch Chili, Knoblauch, grüne Chili und Spitzpaprika. Tolle Geschichte hier. Ja, gibt es nicht nur beim Wochenmarkt, beim Viertel um die Ecke, sondern auch viele Supermärkte haben natürlich tolle, schöne Spitzpaprika im Angebot. Die sind in der Regel aromatisch und richtig schön süß. So, das kommt hier rein. So, und wenn es ganz schön Farbe hat, dann kommen die Nudeln dazu. Das braucht noch ein bisschen, ja? 2 Minütchen noch. So. Und wann sind die Nudeln fertig? Nochmal, ich zeig's euch. Wann sind die Nudeln fertig? Achtung. Kommt mal her. Alter Hinzetrick. Achtung. Und die Nudeln sind fertig. Okay. Also. Aber ganz kurz nochmal zu unserer Pasta, zu der Soße. Die Bratwurst hat schön ein bisschen Farbe. Jetzt kommt etwas Feta mit reingebröselt. Brösel. Da. Dann die Papierkerne. Einmal locker aus dem Handgelenk. So. Und hier rein. Kommt jetzt gleich die topfnasse, frisch abgegossene Pasta. Oh, das riecht. Oh, das ist sehr gemein. Und jetzt kommt das Schönste überhaupt. Ich mache jetzt einfach eine Monsterportion, okay? Eine absolute Monsterportion. Machen wir es einfach so. Ja. Und wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Na klar, so ein bisschen Grünzeug noch. Ja. Das war so ganz grob, Basilikum zupfen und das riecht, so Basilikum riecht ja, das ist phänomenal. Hättest du das beste Olivenöl hier oben drüber? Und Achtung, Achtung, Achtung! Hier, Reibe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, und oben drauf noch ein bisschen Parmesan. Was
für eine geile Geschichte. Pasta alla Hänsel mit frischer Bratwurst, Hänsel Blitzrezepte. Just for you. Guten Appetit.